Ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play Fallout 4. Ich bin der Insegamer und wir sind hier noch im Wort 111. Und ja, ich hatte jetzt nochmal ein Stück weiter gespielt, aber diese Aufnahme habe ich jetzt wieder gelöscht, weil da doch ich Probleme hatte mit der Steuerung. Irgendwie war das alles nicht mehr so geschmeidig. Denn da, wo ich vorwärts gelaufen bin, bin ich nur noch so ganz langsam gelaufen und ich konnte nur schnell laufen, wenn ich die Umschalttaste da gedrückt hatte, also wenn, ne, dass die Großschreibung eingestellt war. Na gut, dann müssen wir es halt nochmal machen. Hier, der Mann ist, oh Gott, ist, ja, der ist, oh Gott, tot. Und ja, hier haben wir noch eine Pistole, die nehmen wir mit. Wir sind ja dabei, alles mitzunehmen, und wir müssen natürlich hier den Wort verlassen, und draußen warten wahrscheinlich richtig viele Gefahren auf uns. Nett. Aber da kommt... Ich hole ich mir später. Ja, sieht echt sehr nett aus. Da müssen wir Meister sein, um das zu entsperren zu können. Das dauert wohl. Aber da können wir ja drauf hinarbeiten. Da haben wir doch schon mal noch ein Ziel, neben dem Hauptziel, unseren Sohn natürlich wieder zu finden. Unsere Frau haben sie leider genommen, wurde erschossen, und wir wissen jetzt nicht, wie lange das jetzt her ist, ne? Ich habe nochmal an den Grafikeinstellungen ein bisschen was getan, weil das letzte Mal, das ging ja gar nicht. Da hat es schon recht gehakt, aber jetzt läuft es recht flüssig. Und ich habe dann auch, wie gesagt, jetzt, wo ich nochmal weitergespielt hatte, mich nochmal ein bisschen mehr mit der Steuerung auch angefreundet, habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich Q drücke, dass das dieses RPG Element ist, oder wie. Oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, mag. Also dieses, wisst schon, ne? Dann ist das kein Shooter, sondern wirklich so wie für so ein Rollenspiel. Ja, hier habe ich, glaube ich, alles. Hatte ich hier noch irgendwie das... Ah, hier, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich an alles gedacht. Dann gehe ich mal weiter. Denn es ist wirklich sehr wichtig, alles mitzunehmen. Weil die Sachen, die kann man runter... Also gewisse Teile kann man dann halt gebrauchen, ne? Wenn man jetzt so bauen möchte und so. Und Waffenkredenzen. Oh, warte mal. Warum habe ich hier keine... Ich dachte, ich hatte das jetzt eingestellt. Oh Mann. So, da können wir jetzt nämlich auswählen, welches, nehmen wir erstmal den, und so höher die Zahl, desto wahrscheinlicher, na, was ist denn los, wie geht das jetzt, achso, eh. Okay, das muss ich noch ein bisschen, so, ich glaube, da kann man die einstellen, oh Mann, die sind halt ganz schnell bei der Sache. So, das stellen wir mal ein. Und dann... Ah, ich kann gleich beides, oder? Geht das beides denn gleich nacheinander? Ah, das ist ja auch nice. Man kann das alles richtig einstellen. Man muss nicht sich auf einen konzentrieren. Man kann dann auch nochmal, wenn man es markiert hat, dann kann man dann auch mehrere Treffer wagen. Das, ja, einstellen. Ah, hui, erschreckt mich nicht. So, das nehmen wir mal mit. Das Fleisch, das können wir nochmal schön übers Feuer legen, wenn wir ein Feuer finden. Ich kann nochmal hier diese Perspektive auswählen. Das läuft doch schon mal ganz gut. Jedenfalls besser als beim letzten Versuch hier. So, aber ich mag diese Sicht ehrlich gesagt nicht, denn wir wollen ja den Charakter spielen und nicht als jemand sein, der ihm die ganze Zeit hinterherläuft. So würde ich mich die ganze Zeit fühlen, wenn ich das... Hier sind keine Kakerlaken mehr. Erstmal wieder hinsetzen. Oh Mann, so ein Stress. Entschuldigung, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier nebenbei trinke. Das ist jetzt morgens. Also es ist nicht mehr... Es ist kein früher Morgen. Es ist schon, glaube ich, 10 Uhr durch. Aber... Ich brauche halt noch meinen Kaffee, ne? So, da sind natürlich noch mehr. So. Also, einmal markieren, den höchsten Wert auswählen. Das ist dann wahrscheinlich. Mehr sind hier wohl nicht, deswegen kann ich den einfach jetzt abschießen. So, das hätten wir.
Ich sage den. Eigentlich müsste es ja dann die sein, weil es ist ja eine Kakerlake. Die Kakerlake. Oh Mann. Skelettaktiv. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Das ist alles sehr, sehr tragisch. Wir sind hier. Oh Mann. Ja. Hey, Mann, oh Mann. Ja, wenn die einmal direkt an den Füßen sind, sind die schwer zu zielen. Schwer zu zielen. Ist schon nicht so falsch, aber ne, schwer abzuschießen. Okay, hier sind noch einige Kisten von Vortech. Ich habe jetzt beschlossen, die Aufnahme mal 2 Stunden fast zu machen. Hoffe, ich habe da genug Speicher für. Oh, hier geht's nach unten. Geht's hier? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ich traue mich jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht findet man ja auch noch irgendwas Verstecktes. Ist ja manchmal so, dass das belohnt wird in solchen Spielen, wenn man dahin geht, wo nicht jeder hingeht oder wo sich kaum jemand vielleicht die Mühe machen würde, hinzugehen. Aber wie ihr seht, ist ja nichts. Vielleicht muss ich auch tauchen. Geht das? Wasser trinken ist, glaube ich, nicht so gut, die Brühe, dieses Wasser hier. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass wir das irgendwo sehen könnten, dass wir Durst haben. Aber das kommt vielleicht noch. Ja. Hier, das ist da übrigens, wo wir auch hier reingekommen sind. So. Hier ist nämlich... Hier haben wir diesen Pip-Boy. Den brauchen wir. Das ist sozusagen das Smartphone in Fallout 4. Ja, man sieht, Fallout 4 ist halt so eine alternative Welt. Und ich mag, wie gesagt, den Look, der so ein bisschen an die 60er Jahre erinnert. Also hier sind einige Sachen halt Elemente aus verschiedenen Epochen der Menschheit, glaube ich, die hier so ein bisschen zusammengewürfelt wurden. So, mit A und D wechselst du die Bereiche. A und D. Skill-Tabelle. Skill-Tabelle, kann ich immer anklicken. So, Vortech. Können wir uns da jetzt schon was aussuchen? Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfwaffe oder Nahkampfangriffe verursachen. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Ah, das ist ja nett. Wahrnehmungstraining. Wahrnehmung ist das... Aber das kennen wir eigentlich schon. Eigentlich hatte ich das schon am Anfang einmal schon, glaube ich, alles schon mal vorgelesen. Kann ich nicht, hier schon was auswählen. Eisenfaust? Ich könnte jetzt einen Punkt nur auf diese erste Ebene hier verteilen noch. Hm. Oder kann ich das sparen? Kann man das auch sparen und dann hier... Nee, das ist hier noch Level 1. Hier, wir sind Level 1. Warum kann ich das hier nicht? Okay, verteile ich doch mal einen Punkt auf Stärke. Oder Wahrnehmung. Nee, du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Alt. Nächster Rang. Nächster Rang. Ah. Das habe ich... Habe ich Punkte verteilt? Ah, jetzt kann ich hier... Oder ist das so? Ich habe... Ah, okay. Stärketraining. Ich weiß jetzt nicht. Ist das jetzt... Na egal. Ich glaube, das ist nur eine Tabelle, wo ich gucken kann. Da habe ich jetzt noch nichts verteilt. Da kann man nur halt schon mal gucken, was man eventuell als nächstes... Komme ich jetzt hier raus? Was ist denn das? Warum komme ich jetzt hier... Ah, okay. Ablegen und untersuchen. Ich würde gerne...
Irgendwas habe ich hier. Irgendwas ist hier gerade. Wildlife has its perks. Ich sehe hier gerade nichts. Was ist denn das? Ist gerade irgendwie so ein Grafikbug. Sehe ich hier gerade. Oh, tut mir leid. Dann muss ich nochmal neu laden wohl. Ah, hier. Das ist das, was ich jetzt... Oder? So, da bin ich denn. Ah ne, Quatsch. Sorry, das muss ich rausschneiden. Hä? Warte mal, lade ich mal das. So, ja, sorry, irgendwie hatte ich gerade ein Problem mit, als ich den Pip-Boy genommen habe. Der wurde mir dann nicht mehr angezeigt. Deswegen hatte ich jetzt nochmal hier neu geladen. Es kann auch gut sein, dass das jetzt der Spielstand von gestern war, aber das ist eigentlich so relativ egal, weil es ist ja die gleiche Stelle jetzt. Ist nicht viel anders. Vielleicht habe ich höchstens ein Teil jetzt mehr oder weniger... Oder so, was ich eingesammelt habe. Aber eigentlich habe ich jetzt hier alles genauso gemacht. Ich guck hier nochmal. So, gut. Nun gut, gehen wir dann mal raus aus dem Vault. Wir haben das jetzt hier endlich geöffnet. Oh, ich gehe glaube ich lieber nochmal zurück. Ich habe hier auch alles erledigt, oder? Ich glaube schon, ne? So. Ja, anscheinend hat das Spiel doch noch ein paar Probleme. So grafische Probleme. Aber schön, scheint alles flüssig zu laufen. Und ich freue mich hier endlich mal wieder nach draußen. Bin mal gespannt. Na gut, ich weiß ja schon, was uns da erwartet. Name Special, nein. Aussehen verändern, nein. Wir werden den Vault jetzt verlassen. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Ja, wir mussten uns ja mehr oder weniger für Vault Tech entscheiden, weil sonst wären wir ja tot. So, die Menschen, die sich einen Platz in Vault 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Cage-Schlaf versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime Labor- oder Testobjekte oder so. Jeder Begleiter hat seine eigene Vorlieben und Abneigungen. Sie reagieren auf bestimmte Aktionen mit Respekt oder Enttäuschung. Ja, wir sind auch ganz am Anfang bei Level 1. Jeder Begleiter... Achso, das habe ich schon. Mündungsfeuerdämpfer und Bremsen verringern den Rückstoß automatischer Waffen. Mündungsfeuerdämpfer und Bremsen, okay. Das ist ein ganz nützlicher Hinweis. Den werde ich mal versuchen umzusetzen. Ja, das Gute hier bei Fallout 4, man kann ja auch hier so eine Art Siedlung bauen, Festung bauen. Und da mehrere von. Und das braucht man dann auch, natürlich, um auch zu überleben. Aber da weiß ich noch nicht so viel davon. Ich kann auch zugeben, ich habe auch schon
das ein Let's Play von dem Nils Bomhoff gesehen, von Rocket Beans. Da habe ich aber auch echt nur den Anfang gesehen, weil ich wollte mich echt nicht zu sehr spoilern lassen, weil ich möchte das ja auf mich selber wirken lassen, das Spiel, und ja, es ist eigentlich so umfangreich. Also man kann das, glaube ich, das Let's Play von dem einen oder anderen sehen und man sieht ganz andere Sachen. Also man kann ja ganz andere Wege gehen. Und klar sind gewisse Ziele und Sachen, die man erlegen muss, immer gleich, aber denke, dass eine schon recht große Welt ist und man da ja viele Überraschungen hat noch. So, die Serie T60 der Power-Rüstung wurde nach dem Kampf um... Mist. Zu spät gelesen. Ich hoffe, ihr habt's gelesen. Oh, Mann, oh Mann. Die Sonne. Oh, ist das hell hier. Mann. Erstmal dran gewöhnen hier. Klassisches Radiosignal gefunden. Diamond City. Geh nach Hause. Okay, geh nach Hause. Geh nach Hause. So, wir sind endlich wieder an der Oberfläche und wer weiß, was uns hier alles so für Gefahren auflauern wollen. Und oh, hier haben wir First Aid. Das ist sehr gut. Nehmen wir gleich mal mit. Da kann man nochmal den Vault öffnen, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr rein. Jedenfalls hat sich da jetzt nichts getan, als ich da gedrückt habe. Oh, hier, Nuka-Cola. Die sind, glaube ich, auch wertvoll, diese sauberen Nuka-Cola-Flaschen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Fallout 3. Ich habe Fallout 3 nicht gespielt, aber ich habe das auch im Let's Play gesehen. So, hier sind wenigstens noch Kisten. Und natürlich sind hier alle tot. Wer weiß, wo das hier hingeht? Das weiß ich nicht. Aber wir sollen ja zum Haus erstmal gehen. Ich denke, wie gesagt, das ist ja so ein, also wird so ein Let's Play sein, wo ich mich auch nicht stressen lasse. Oh man, das hakt hier doch wieder, ne? Ich glaube, oder? Das ist, glaube ich, nur der Anfang. Weil es ja eine riesen Welt und die muss ja auch noch aufgebaut werden oder geladen werden, denke ich. Oh, der Terminal, der ist auch im Eimer. Ja, ich glaube, hier waren schon einige Leute, Überlebende da. Und haben hier doch ein bisschen schon gelootet. Aber Gott sei Dank haben die noch was da gelassen. Und ihr werdet euch wundern, warum ich hier sowas wie jetzt so einen Ventilator mitnehme. Aber die Sachen, die können wir echt gut gebrauchen, weil wir können die runterbrechen auf Schrauben, Muttern und so. Und Federn, die wir dann brauchen können. Hier sind wir durchgekommen. Hier sind die Leute, die nicht mehr in den Void reingelassen wurden oder beziehungsweise auch nicht mehr geschafft haben, war ja richtig knapp gewesen, als die Atombombe hier in der Nähe explodiert ist. Vielleicht kommen wir da mal hin, wo der Krater ist. Irgendwo muss ja dieses Einschlagloch ja sein. Das ist irgendwo da hinten in dieser Richtung. So, wir müssen echt aufpassen, denn es wird bestimmt nicht ohne sein hier draußen. Oh Mann, das hakt aber echt. So, entdeckt. Sanctuary. Ich hoffe, ich habe es so richtig ausgesprochen. Dann gehen wir nochmal dahin, wo wir gewohnt haben. Was heißt nochmal? Für mich ja nochmal. Ja, ist die Post da? Briefkasten ist leer. Kein Brief. Ja, bevor wir da hingehen, ich weiß nicht, da wartet schon jemand, ein Altbekannter. Immer schön alles mitnehmen. Oh, das. Wir waren noch gar nicht da direkt beim Haus, aber eben stand das schon, dass wir diese Quest abgeschlossen haben. Aber wir gehen da gleich mal nochmal hin. Ja, Mann, es ist echt einiges hier hat sich getan in den. Es müssen ja Jahre vergangen sein. Denn wie es hier aussieht, ist doch einiges. Oh, ein Kleid. Aber ich glaube, ein Kleid, das bringt uns nichts, oder? Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt, wie kann ich den Pip-Boy eigentlich öffnen? Ah, mit Tab, ne? So, da kann ich mal angucken. Inventar, Kleidung.
Ein lässiges Outfit. Ein Palettenkleid. Lässiges Outfit. Immer ein lässiges Outfit. Man sieht das hier gar nicht, wie man da aussieht. Das ist ja... Hat er das wirklich angezogen, das Kleid? Das will ich jetzt mal sehen. Einen Moment. Oh ja, geil. Ist er nicht hübsch? Sind wir nicht hübsch? Ist doch hübsch, oder? Nein. Ziehen wir mal lieber was anderes an hier, ne? Hätte nicht gedacht, dass hier... In manchen Spielen ist es ja so, dass ausschließlich Frauen Frauensachen anziehen können und Männer nur Männersachen. Aber in dem Spiel scheint das egal zu sein. Nun gut. So, sind wir mal ganz lässig. Ne, haben wir... Das ist aber auch Frauenbekleidung. Lässiges Outfit. Das hat auch unsere Frau getragen. Ne, dann ziehe ich doch lieber den Wortanzug an. So. Ne? So.